So, nun nehmen wir eine Mutter. Diese spannen wir ins Dreibackenfutter ein. Und überdrehen die Gewindegänge. Das Ganze machen wir dreimal. So schaut das Ganze aus. Und wir werden in die Muttern jeweils ein M6-Gewinde versehen. Einmal an einer Stelle. Wir spannen dann ein Materialdurchmesser 20 ein. Überdrehen die ganze Sache. Und schauen, dass unsere Muttern jetzt schön leicht auf unser Material drauf gehen. Das sieht sehr gut aus. Bringen eine Phase an und stechen dreimal auf den richtigen Abstand ein. Holen uns von unserer Makita, also die kleine Fräse, die Spitzenhöhe. Und nun werden wir eine lange Nut hineinfräsen. Und zwar so lange, bis wir auf die Einstichtiefe kommen. So, dann stechen wir unser Teil ab. Und so schaut das Ganze dann aus. Wir können die Nut noch entgraten mit Schleifpapier oder mit einer kleinen Feile. Spannen das Teil um und planen es. Bringen eine Phase an. Und nun werden wir eine Fräsfläche anbringen, in der dann später mit der Bohrmaschine ein M6-Gewinde gefertigt wird. Jetzt zentrieren wir alles vor. Bohren es, aber nicht komplett durch. Senken es ein wenig. Und schon kommt unser M6-Gewinde hinein. Nun werden wir drei kleine Bolzen drehen. Diese sind dann gedacht für die Mutter, wo wir ja eine Bohrung angebracht haben. Und diese Stifte müssen dann später in der Nut schön verfahren. Dann spannen wir ein größeres Material ein.
Das wird nun drei größere Buchsen geben. Bohren dann alles auf. Und drehen auf den gewünschten Durchmesser, der nachher wieder auf die Stange fixiert wird. Und auch hier bringen wir eine Fräsfläche an. Und das wird später auf ein Blech drauf geschweißt. Wir müssen hier die Spitzenhöhe verstellen, da wir jetzt keinen großen Fräser im Einsatz haben. Und nun stechen wir drei Scheiben ab. Nun flexen wir zwei Bleche zurecht, entgraten die ganze Sache und bauen alles zusammen, schweißen dann erst alles fest. Nun werden wir noch einen Türhebel herstellen, ganz einfach konstruiert, und zwar auf der einen Seite wieder das M6-Gewinde und auf der anderen Seite eine größere Phase. Nun haben wir unseren kleinen Bolzen in die Mutter hineingeklebt und flexen alles schön glatt, damit dieser nicht mehr auffällt. Flexen aber auch die anderen Seiten ein klein wenig ab. Jetzt werden wir noch an diesem Gestell und an dem anderen Gestell Bohrungen anbringen, damit wir sie später mit Schrauben fixieren können. So schaut das Ganze dann aus. Und werden auf die Mutter mit Schlagbuchstaben alles fertig machen. So schaut das dann aus. Und schon können wir wieder alles zusammenbauen und wir bringen es gleich an die Tür an. Jetzt haben wir die ganze Schlosskonstruktion fertig. Die bringen wir jetzt an das Haus der Enten an, damit die einfach vor dem Fuchs geschützt sind. Das heißt, wenn der Fuchs das ganze Ding öffnen möchte, muss er die Kombination kennen, die wir zu Beginn festgelegt haben. Es gibt hier nur eine Kombination. Wir haben es über Buchstaben definiert. Und somit könnt ihr dann auch eure Türe verschließen, um einen Fuchs auszusperren oder die Ehefrau aussperren, je nachdem, wen ihr aussperren möchtet. Und in diesem Sinne natürlich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.